So, der Feldzug hier im Norden ist sozusagen jetzt in einer Phase, wo wir uns entscheiden müssen, nämlich ob wir zuerst die Räte angreifen, die hier in Koria sitzen und im Übrigen auch über Eisen verfügen, oder ob wir uns zunächst den Helvetiern widmen, wobei deren Armee so gut wie weg ist und eine Provinz halten sie ja nicht mehr. Also ich schätze mal, die werden automatisch mehr oder minder vielleicht von den Boii oder so noch vernichtet. Die Friesii sehe ich auch schon in Reichweite. Flevum ist allerdings noch ziemlich weit weg, aber es gehört alles zu dieser langgezogenen nord-südlich langgezogenen Provinz Magna Germania. Jen Uzo besitzen die Boii und Tullifordum in der Mitte, ja genau, okay. Und dann haben wir noch einen zweiten Gegner natürlich, sowieso die Sequaner. Mit denen sind wir auch im Krieg. Die dürften auch nur eine Provinz, Entschuldigung, eine Region haben. Aber ganz sicher bin ich mir da nicht. Deswegen heißt es hier wachsam sein und dass wir sozusagen unsere Stellung dort auf jeden Fall auch halten. Und nicht einfach so, ja, hier unsere Truppen abziehen. Das wäre auch aus einem anderen Grund tödlich, denn hier haben wir, wie wir sehen, öffentliche Ordnung, aber ganz schwierig. Nächste Runde wird es wieder einen Aufstand geben. Dann müssen wir nochmal gucken, ob der Endorrea und Octodorum ausbricht. Das wird also eine ganz spannende Frage. Gut. Ansonsten lasse ich diese Armee hier, die Richtung Rätien marschiert, erstmal sich auffrischen. Denn die Armeen hier sind noch sowieso zu stark. Und ich denke, wir können dann auch die Armee, die. Ne, hier haben wir ja gar keine mehr, ich bin auch doof. Dann können wir die Armee irgendwann, die hier steht, auch noch dazu ziehen, vielleicht. Mit Gewaltmarsch. Aber erstmal muss sie hier bleiben, um die öffentliche Ordnung im Zaum zu halten. Und mögliche Rebellen natürlich auch abzufangen, ganz klar. Sonst haben wir irgendwann ein fettes Problem. Gut, hier in der Cisalpina wird ordentlich gebaut, damit die öffentliche Ordnung besser wird. Die ist ja schon ohnehin sehr gut. Und in unserem Festland, Rom etc. pp. Läuft es ohnehin gerade sehr, sehr gut. Auch dadurch, dass eine Flotte hier stationiert ist, die auch nochmal öffentliche Ordnung verstärkt, haben wir eigentlich kaum Probleme, die Leute hier beim Zaum zu halten. Die Flotte könnten wir mal kurz abziehen. Tue ich auch. Genau. Die öffentliche Ordnung bleibt gut, denn ich möchte diese Flotte auch etwas aufrüsten. Wir müssen ja, das wisst ihr, beim militärischen Sieg insgesamt 40 Seeeinheiten haben und ich will diese letzten vier, die noch fehlen, neun, die noch fehlen, eben noch bauen und das dürfte kein großes Problem sein. So, machen wir das irgendwie so. Geld haben wir ja genug. Und ja, so, in drei Runden ist das auch eine große Flotte. Und die kann sogar, sehe ich gerade, fünf Schiffe auf einmal rekrutieren. Donnerwetter, das liegt vermutlich daran, dass hier irgendwie ein Bonus gerade aktiviert ist durch irgendein General oder was, keine Ahnung. Ich würde sagen, trotz der Tatsache, dass wir noch sehr viel Moneten übrig haben, beende ich auch diese Runde gleich mal. Nachdem ich geguckt habe, ob wir noch irgendwo Geld sinnvoll ausgeben können. Hier ist das erstmal nicht der Fall. Na gut. Plus 26 öffentliche Ordnung. Es dürfte aber größtenteils entstanden sein durch die Militärpräsenz und Charaktere. Ja, genau. Obwohl ich sehe, gerade wenn wir die abziehen, ist es auch nicht so schlecht, ne? Hätten wir mal noch plus 3. Also das könnte man natürlich machen. Würde 6 Punkte öffentliche Ordnung kosten. Aber gut, das werden wir nochmal sehen. Ja. Interessant. Kranmechanik. Was erforschen wir nicht gerade zur Zeit? Die Astronomie, guck. Und im Bau sind wir zurzeit noch, ach guck, hier wird es weitergehen. Könnte man natürlich auch machen, aber Astronomie bringt ja eine geringere Korruption. Ja, aber ansonsten auch nicht viel intelligentere Sache. Also warum habe ich letztes Mal dafür entschieden, frage ich mich gerade. Ich glaube, wir machen mit der Kranmechanik mal weiter hier. Und zwischendurch Dioptra, der senkt die Baukosten und lässt auch die Bauzeit für Hauptketten in Provinzhauptstädten und Nebensiedlungen sinken. Und danach die Kranmechanik. Das bringt auch mehr Wachstum und natürlich diese Möglichkeit, den Zirkus zu bauen, denn ich möchte schon irgendwann, zumindest in Rom, auch mal ein entsprechend großes Gebäude, sprich Circus Maximus oder sowas, bauen. Oder Kolosseum, eins der beiden. Gut. Ich würde sagen, gucken wir uns an, was passiert und gehen in die nächste Runde. In den letzten Tagen wurde übrigens ein 8er Patch freigeschaltet, also die hauen da gut was raus, die Jungs von Creative Assembly. Und
Es gibt ein kostenpflichtiges DLC jetzt zum Runterladen. Caesar in Gallien. Übrigens auch das Hauptmenü hat sich verändert, selbst dann, wenn man diesen DLC, wie ich auch, gar nicht hat. Das wird sicherlich eine interessante Angelegenheit. Mal sehen, ob ich mir den irgendwann noch zulege, aber erstmal nicht. Aber es gab auch andere gute Verbesserungen. Zum Beispiel muss man weniger Provinzen halten, um zu gewinnen. Leider gilt das aber nicht für die Speicherstände. Also wir müssen nach wie vor unsere 140 Provinzen irgendwie zusammen, Die Regionen. hungrigen Hunde sind überall. Lass mich in Der Ruhe. kluge Mann versperrt. Wir müssen unsere 140 Regionen irgendwie zusammenbekommen. Nach dem neuen Patch sind es nur noch 90, die man für den militärischen Sieg braucht. Also eine klare Verbesserung. Davon hätte ich natürlich gerne profitiert, aber gut, so ist das nun mal. Jetzt sind wir mittendrin und jetzt lassen wir das auch so. Einen Großteil werden wir eh abdecken durch Bündnisse und so weiter. Und gar nicht durch Eroberung. Es ist eine völlig andere Atmosphäre hier in den Alpen als in anderen Regionen. Ich sehe, die Räter formieren sich an unserer Grenze. Die Wir Turdetaner können fordern hier einen echte Nicht-Angriffspakt. Verträge zwischen unseren. Ja. Das ist interessant. Und die Volsce Ihr seid stark und bieten. weise und doch seht ihr diesem Krieg Nee. tatenlos zu. Ich. Noch nicht. So. Handelsabkommen aufgelöst mit den Nabatäern, ansonsten jede Menge anderen Mist. So, es gab wieder jede Menge Scheiße. Also, Haushalt erweitert sich, das ist ja alles gut und schön. Die Helvetier wurden vernichtet, alles klar. Dann sind die schon mal weg und die Arrivazi ebenfalls. Octodurum, da wurde mal wieder Brandstiftung gemacht und diese Region kommt überhaupt gar nicht voran. Also, ich habe wirklich langsam die Schnauze voll hier. Du machst jetzt hier mal gefälligst endlich den Tempel des Jupiter hin. Und das reißt. Erstmal muss es reparieren, um es abreißen zu können. Auch toll, oder? Kann es direkt abreißen. So, und dieser ständige Mensch, der das hier alles kaputt macht, muss jetzt dringend irgendwie umgebracht werden. Gift. Ah, unser Agent wurde verwundet. Er nicht. Nächster Versuch. Nochmal. Attentat gescheitert. Na super. Gut. Das ist logisch. Das machen sie gerne mal. Ich weiß, die Garamanten. Ja. Und wir haben in der Afrika, also hier, einen Bevölkerungsüberschuss von 4 Punkten. Den möchte ich allerdings gerne noch einmal abwarten, bis er sich zu einem fünften Punkt entwickelt. Aber es ist schon mal in die richtige Richtung. Damit wir in Karthago dann auch ein entsprechendes Amphitheater umbauen können. So. So, eine Rebellion. Da muss ich auf jeden Fall hin. In Norea, wie erwartet. Hier sind sie. Die sind klein und schwach und werden deswegen jetzt mal ganz fix entsorgt. Sie hauen ab. Das macht mir überhaupt nichts. Wir gehen hinterher. Und vernichten sie ja. Da ist ja der Balken praktisch komplett gelb. So, das war ohne großes Federlesen. Und tschüss. Die Rebellen sind weg. Und wir gehen direkt wieder in die Stadt. Und hier haben wir das erste Mal seit langem eine positive Prognose, was die öffentliche Ordnung angeht. Nämlich plus 1. Die Räter haben sich vorgewagt. Das finde ich ja hochinteressant. Das könnte für uns die Möglichkeit sein, die Stadt ohne große Probleme einzunehmen, oder? Andererseits. Ja, oder man vernichtet erstmal die. Oder man lässt erstmal alles bleiben und guckt sich das an, was hier weiterhin passiert. Wir könnten die auch mal in die Wachstellung bringen, theoretisch. Ja. Mehr Nahkampfabwehr und so weiter. Machen wir das mal. Ich erwarte eure Befehle. Und ihr guckt, dass ihr hier nicht komplett Kommandant? die Region, also hier ist noch nichts gebaut worden, ne? Es ist echt hohl. Nur noch hohl.
Sardinia Korsika sieht entsprechend gut aus. So gut, dass man schon fast hier den Feinkosthandel aufrüsten könnte, ohne Gefahr zu laufen, dass die öffentliche Ordnung dadurch spürbar sinken würde. Plus 5, minus 4 macht immer noch plus 1. Ne? Der Rest würde alles Nahrung kosten. Das würde auch ein bisschen was kosten, aber so viel auch nicht. Und Nahrung ist auch was Wertvolles. Ah, hier ist er. Römische kleine Stadt. Plus 2 Flottenrekrutierungskapazität. Alles klar, daher kommt das also. Verstehe. Dann bin ich ja sozusagen wieder im Bilde. Libyon und Brundisium. Brundisium kann man aufrüsten. Tue ich jetzt auch. Muss doch irgendwo ein Baubericht sein, oder? Nee, gut. Denn jetzt, wo ich das aufrüsten kann, kann ich dann auch irgendwann diese Gebäude entsprechend bauen. Warte mal, wir haben jetzt schon plus 5. Das bringt nochmal 6 Punkte mehr, also von 6 auf 12 macht er 6 mehr, sind 11 Punkte. Und dann könnte man, das würde 6 kosten, das auch, einen der beiden schon mal zumindest, ja, anfangen aufzurüsten. Theoretisch. Und das kann man auch mal aufrüsten jetzt. Hm? Die bringt zwar gar nicht mal so unglaublich viel, diese Viehställe. Nochmal 60 Wohlstand mehr, 2 Nahrung. Aber irgendwie möchte ich schon gern so eine große Rinderfarm haben, ne? Aber Lili Bayon, da kann man ja auch noch eine bauen. Das ist auf Stufe 3. In einigen Runden wird das ja soweit sein, dass wir auch einen Bevölkerungsüberschuss haben. Und, gut. Naja. Hier in Italia bleibt alles so, wie es ist. Erst einmal. Hier warten wir geduldig, bis sich der 7. Punkt angesammelt hat. In Rom. Ja, und hier ist erstmal gar kein Wachstum, weil nämlich ordentlich Stress ist. Leider. Gut. Können wir noch jemanden befördern? Antrag auf Ehefrau ausführen. Nein. Sichere Beförderung. Den können wir befördern. Was gibt's denn dann? Quästor bringt 10% mehr Steuern. Und wir haben dann mehr Einfluss. Ja, komm. Ja, Beförderung gesichert. Fein. Wir hatten bisher 29% Einfluss. Jetzt immer noch. Guck, aber er ist immerhin Quästor. Was ist der gut? Octodurum. Ach, das ist ja auch nicht schlecht. Die Cornelia sind schwach. Die Junia auch. Wir sind recht stark. Die anderen Häuser sind auch sehr stark. Das finde ich schon interessant. Ja, der hat ja so gut wie keine Gravitas. Attentat ausführen. Das bringt uns ja herzlich wenig. Weil wir unsere besten Leute verlieren. Das ist auch so ein bisschen Zwiespalt immer bei Attentaten und sowas. Dass wenn man die anderen Familienmitglieder umbringt, ist es erstens eine Gefahr, dass es auffliegt. Und zweitens ist es eine Gefahr, weil man eben seine eigenen Generäle und Admiräle halt abmurksen kann unter Umständen. Das ist eben das Doofe daran. Gut. Ja, ich würde sagen, weiter geht's. Ich bin auch schon gespannt, was gleich die Räter wohl abziehen. Vielleicht greifen die uns hier an, das wäre ja gar nicht schön, aber möglich wäre es. Streng alphabetisch ist das da oben auch nicht. Also Atropatent ist normalerweise ja A. War aber gerade irgendwo zwischen M und N. Also es ist echt, naja, gut. Nicht streng.
Da sind die Ritter wieder. Das ist also nicht streng alphabetisch da, die Reihenfolge. Und die Anzahl der Staaten hat sich auch schon stark reduziert. Dafür dauert es aber etwas länger. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber gut. Das können wir ja nicht anders. So. Sabotieren. Octodurum. Hätte mich auch gewundert, wenn nichts passiert wäre. Oh. Erpressung. Ein Mitglied eurer Familie wird erpresst. Spurius Vibudia Gotta. Ne, wir widersprechen den Gerüchten. Die Kohle haben wir wohl. So. Ach ja. Es gibt noch tausend andere Sachen, die jetzt passiert sind. Also. Pariser Nummer 1 hat seinen Rang erhöht. Das nutzen wir doch gleich mal entsprechend aus. Für eine höhere Forschungsrate. Das finde ich gut. Und der zweite hat seinen Rang ebenfalls erhöht. Das soll uns, oh ja, einen größeren Geldbeutel verschaffen. Schiffe reichlich fertig geworden. Und wir dürfen uns selbst beglückwünschen erneut. Wir haben ein weiteres Teilziel erreicht, nämlich 40 Seeeinheiten. Wir haben sogar 41. Also, um die Einheiten müssen wir uns erstmal vorübergehend keine Sorgen mehr machen. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass es mindestens 40 Seeeinheiten und 140 Landeinheiten bleiben. Bei den Provinzen noch nichts Neues. Und die Siedlungen, das waren vorhin noch 36, jetzt sind es 38. Also haben irgendwelche Verbündeten von uns Siedlungen und Regionen erobert. Finde ich sehr schön. Das steigert nämlich auch unseren Einfluss. Und ganz nebenbei ist das eine gute Möglichkeit, näher an den Sieg heranzukommen. So,